Jetzt schauen wir uns den Ringfinger an, der fehlt noch. Und der bewegt sich von hier vom zweiten Bund D-Seite auf die H-Seite, an den dritten Bund. Das heißt, wenn ich die drei Finger komplett nehme, geht der Wechsel so. Und dann kommt der kleine Finger, der ist ja übrig, endlich zum Einsatz und gesellt sich noch dazu. Und ich bin beim G. Nochmal zurück zum E. Der geht nach hier, der geht nach hier, der hier geht nach da und der hier hin. So. Ja, das paar Mal langsam durchgehen oder einfach jeden Tag so lange durchgehen, bis man das wirklich im Blut hat, wo die Finger hinkommen und wie der Wechsel geht. Und dann einfach immer einmal E-Dur spielen, abdämpfen, überlegen, G-Dur greifen, okay, bis man das Gefühl hat, das ist gut und dann spielen. So, abdämpfen, Pause, überlegen, zurück zum E und wieder zum G. Und wieder zum E. Und zum G. Und immer hin und her, dass das richtig gut klappt. Das Zieltempo ist hier. Ja, das ist richtig, die Finger nur so fliegen. Okay, jetzt spielen wir einen Takt E und einen Takt G, in der Hoffnung, dass wir den Wechsel einigermaßen gut hinkriegen. Und zwar machen wir das wirklich langsam. Wir spielen 1, 2, 3, 4. Wechsel 1, 2, 3, 4. Zu E 1, 2, 3. Mache ich dasselbe nochmal mit unserer Akkordfolge. E, G, A-Dur und E-Dur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Zurück zu unserem Pick. Wir machen eine ähnliche Sache, das heißt diese Betonung auf 2 und 4 mit dem Pick und unserer Akkordfolge E, G, A, E. Und 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nochmal langsamer. 1, 2, 3, 4. Und lasse ich jetzt bewusst weg, damit wir ein bisschen mehr Zeit zum Wechseln haben. Wenn ich jetzt diesen Attack hier dazu nehme, habe ich Folgendes. 1 und 2 und 3 und 4. Wechsel. 1 und 2 und 3 und 4. Dadurch, dass ich auf der 4 immer dämpfe, kann ich wunderbar hier wechseln, ohne irgendwelche blöden Nebengeräusche zu erzeugen. Das heißt, wir gewinnen einfach dadurch ein bisschen Zeit und haben mal eine Variation in unserem Groove. Nochmal zusammen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3.
3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. E-Moll. 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. Das Ganze jetzt ein bisschen schneller. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2.